1, 2, 3, kann man mich hören? Alles klar? Ja, okay, dann geht es los. Was kann ich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn viele Jahre war ich für das Goethe-Institut tätig. Eine Zeit lang war ich in Athen, dann war ich in Toronto, habe auch ganz am Anfang an einem Inlandsinstitut unterrichtet, habe aber immer schon sehr viel mit Film gemacht und mit Kultur. War dann von 2000 bis 2005 nochmal wieder in Deutschland, in München und in Bonn, dann in Los Angeles. Und in der Zeit habe ich dann mich überwiegend mit der Kultur beschäftigt. Und 2009 kam ich zum Filmmuseum Düsseldorf. Aber ich habe bis heute sehr viele Kontakte mit Kollegen aus der Goethe-Welt und auch mit ehemaligen Leuten aus der Spracharbeit. Gerade vor ein paar Tagen hat mich eine liebe Kollegin aus Kanada besucht. Die kenne ich jetzt schon seit über 20 Jahren mit ihrem Mann. Und sie war noch mal in Südafrika, jetzt sind sie wieder zurück. Und wir haben immer noch diesen Kontakt, der hat sie aus dieser Spracharbeit ergeben. Ich habe da auch verschiedene Bücher, auch so mediale Bücher mit verbrochen, Lindenstraße im Deutschunterricht oder Wirtschaftsdeutsch und sehr viel Werbung für Deutsch als Fremdsprache auch gemacht. Aber jetzt ist mein Hauptgeschäft der Film und daneben die Schreiberei. Also ich habe verschiedene Bücher veröffentlicht. Das war am Anfang der Roman Der Schütze, ein Thriller, der ja, sehr erfolgreich war und kürzlich als E-Book erschienen ist. Dann war ich in einem anderen Leben auch mal Rockmusiker, Gitarrist und Sänger und habe viele Texte geschrieben. Da ist eine Best-of-Sammlung meiner Gedichte auf Deutsch und Englisch erschienen. Und dann kam Arthurs Entführung, über das wir heute eben sprechen. Der erste Teil einer Trilogie namens Der Doppelweg. Und daraus werde ich lesen. Und zum Ende haben wir vielleicht noch etwas Zeit. Das ist ein kleines Buch, was auch aus der Spracharbeit entstanden ist oder was da begonnen hat. Eine Aphorismensammlung mit 365 Sprüchen für jeden Tag im Jahr und einem Zusatzaphorismus für Schaltjahre. Und das ist immer sehr beliebt. Die Teilnehmer von Lesungen werfen mir einfach Geburtstage oder Daten von ihren Freunden oder ihrer eigenen zu. Und dann lese ich die vor. Das ist meist ganz unterhaltsam. Gut, jetzt aber geht es zu Arthurs Entführung. Arthurs Entführung ist die abenteuerliche Geschichte oder besser die abenteuerlichen Geschichten von vier jungen Leuten, die sich auf die Suche nach ihrem unter mysteriösen Umständen verschwundenen Freund Arthur begeben. Zu Beginn haben Jennifer, Lance, Eric und Falk soeben ihr Studium abgeschlossen und tragen sich mit Zukunftsplänen. Eines Nachmittags besuchen sie wie so häufig ihren gemeinsamen Freund Arthur. Arthurs Onkel hat ihm ein kleines Haus überlassen, dessen obere Etage er ganz allein bewohnt. Und da die anderen in kleinen Studentenzimmern leben, ist Arthurs Wohnung natürlich ein beliebter Platz für Treffen und Diskussionen. Aber Arthur ist auch ein persönliches Zentrum. Er strahlt Ruhe aus, kann gut zuhören und immer, wenn die Auseinandersetzung in heftiges, hitziges Fahrwasser gerät, kann er das Ganze wieder beruhigen. Ein paar Worte zu den Hauptpersonen. Jennifer hat Kunstgeschichte studiert und sie wartet noch auf das Ergebnis ihrer Arbeit, wo sie meint, dass Disney eigentlich die wichtigste Erscheinung in der Kunst des 20. Jahrhunderts gewesen sei und hat Angst, dass ihre Professoren ihr das um die Ohren hauen. Aber ihre Leidenschaft gilt ihrer Frauenrockband. Da ist sie Gitarristin. Die Frauenrockband heißt Männer, die zum Frühstück bleiben. Ihr Freund Lance ist der Sohn eines US-Soldaten, eines schwarzen US-Soldaten, der bei einem Flugunglück ums Leben gekommen war. Dann gibt es noch Eric Leifheit Alvarez. Er ist ein Deutsch-Spanier, der seine Kindheit in Norwegen verbracht hat. Und last not least, Falk von Fürstenberg. Er stammt aus einem verarmten Zweig des Adelsgeschlechtes, hat Germanistik studiert, so ein bisschen der Schöngeist. Und erinnert mit seinen langen blonden Haaren immer ein wenig an Friedrich Schiller. In Arthurs Wohnung
müssen die Freunde feststellen, dass er entführt wurde. Ein Brief seiner Entführer warnt zunächst vor dem Einschalten der Polizei, kündigt aber eine weitere Nachricht in Wochenfrist an. Die schockierten Freunde diskutieren ein weiteres Vorgehen beim Bier. Bevor man auseinandergeht, wird beschlossen, dass Jennifer noch einmal ein Mädchen besuchen soll und befragen, dass sie beim Eintreffen vor Arthurs Haus auf der Straße gesehen hat, wo sie spielte. Und da setze ich ein mit dem ersten Abschnitt. Lance blieb bei Jennifer. Aufgrund vor allem ihrer Aufwühlung und Müdigkeit schliefen sie aber diesmal nur nebeneinander. Am nächsten Morgen blieben sie in einem unruhigen Schlummer noch relativ lange im Bett. Feste Termine hatten beide nicht an diesem Vormittag. Ein ausgiebiges Frühstück und mehrere Becher schwarzen Kaffees brachten die ersehnte Stärkung. Sie planten, ab etwa 3 Uhr nach dem Mädchen Ausschau zu halten, das mit den blonden Zöpfen auf der Straße gespielt hatte. Sicher war es vormittags in der Grundschule, dann gab es Mittagessen, danach musste vielleicht die ein oder andere Hausaufgabe erledigt werden. Das Mädchen sollte zunächst befragt werden, ob es Arthur kenne, dann, ob ihm etwas Besonderes aufgefallen sei. Dabei kam Jennifer darauf, dass es wohl sinnvoll wäre, ein Foto von ihm mitzunehmen und fand nach kurzem Kramen ein passables. Insgeheim fühlten sie sich schon bei dem Gedanken an eine Befragung schlecht, wurde doch die Annäherung eines unbekannten Erwachsenen an ein Kind längst nicht mehr neutral gesehen. Wie oft hatte man ja von Entführungen und Schlimmerem gehört. Nun, diesmal ging es um die Beendigung einer Entführung und um die Verhinderung von Schlimmerem. So beruhigten sie sich und radelten rechtzeitig los. Auf dem letzten Stück näherten sie sich getrennt der Peterstraße. Jennifer stellte ihr Rad kurz vor der Einmündung an der Nordseite ab, Lance stoppte an der Südseite. Glück gehabt! Tatsächlich sprang das Mädchen im roten Rock wieder durch sein Springseil. Jennifer ging den Bürgersteig wie zufällig hinunter. Einen Schritt an dem Kind schon vorbei, um sich dann unvermittelt nach ihm umzudrehen. Na, du kannst aber toll mit deinem Seilchen springen. Das Kind wich auf der plötzlichen Annäherung erschreckt zurück und musterte Jennifer argwöhnisch. Diese kam sich selbst wie ein weiblicher böser Onkel vor, der jeden Moment eine Schokolade hervorzieht. Doch sie überwand das Gefühl und streckte ihr statt einer Schokolade das Bild Arthurs entgegen. Sag mal, kennst du diesen Mann? Das Mädchen schaute auf das Foto. Das ist doch der Arthur! Ach, du kennst ihn! Jennifer war überrascht und erfreut. Der wohnt da! Das Mädchen deutete auf Arthurs Haus. Und wer bist du? Tja, ich bin die Jenny, sagte Jennifer und ärgerte sich, dass ihr nicht etwas Besseres eingefallen war. Wenigstens Gina oder so. So, und ich heiße Annemarie. Das ist aber ein schöner Name. Ach komm, der ist blöd. Was willst du denn von mir? Sag Annemarie, ist dir gestern etwas Besonderes aufgefallen? Ich meine, hast du den Arthur gesehen? Das Mädchen starrte Jennifer an. Bist du von der Polizei? Nein, ich... Schon gut, unterbrach sie das Kind. Das war schon komisch. Gestern war der Arthur nämlich mit einem Riesen da. Mit einem Riesen? Du meinst mit einem großen Mann? Nein, mit einem Riesen. Mein Vater ist ein großer Mann, aber der ist kein Riese. Jennifer bemühte sich, die Fassung zu bewahren. Offensichtlich fabulierte das Kind. Ja, was haben Arthur und der Riese denn gemacht? Zuerst ist der Riese in sein Haus hineingegangen und dann später wieder mit dem Arthur heraus. Da stand ich direkt vor meinem Gang. Ja, und dann? Ich hatte Angst vor dem Riesen, aber er war sehr freundlich. Er hat sich von hoch oben, das Mädchen machte eine entsprechende ausladende Geste, heruntergebeugt und mir kleine Igel geschenkt. Jetzt musste sich Jennifer schon sehr beherrschen, fuhr aber nett fort. Wie süß, lebendige kleine Igel. Du Dummerchen, Schoko-Igel natürlich. Sie griff in die Tasche ihrer Strickweste. Hier. Oh, da sind die Stacheln ja weg. Das Mädchen streckte Jennifer eine grob angeschmolzene Schokokugel entgegen. Willst du? Nein, nein, schon gut. Und der Arthur, war der auch freundlich? Weiß nicht, aber er hat, glaube ich, gelächelt. Jennifer stockte. Ich habe dann noch gefragt, was die beiden noch vorhaben. Ja und?
Der Riese hat gesagt, er nimmt den Arthur mit zum Zauberland Matur. Matur? Die Verblüffung übermannte Jennifer. Das habe ich mir genau gemerkt. Im Zauberland Matur soll es die prächtigsten Vögel und die schönsten Frauen geben. Das hat der Riese gesagt. Ja, und dann sind sie gegangen. Wohin? Darauf und dann um die Ecke. Der Arthur hat sich nochmal umgedreht und gewinkt. Jennifer senkte den Kopf. Bist du jetzt traurig? Nein, nein, schon okay. Vielen Dank, Annemarie. Das war sehr wichtig. Eigentlich darf ich ja gar nicht mit Erwachsenen reden, aber es passiert mir einfach immer wieder. Jennifer verabschiedete sich von der kleinen Annemarie mit der Andeutung, sie müsse weiter Ausschau halten nach Arthur und käme vielleicht nochmal vorbei. Dann radelte sie mit Lance ins Zentrum zurück. Ziellos. Man hielt schließlich an einem Café in der Königstraße. Das Zauberland Matur, sagte Lance und sog am Strohhalm seines Eiscafés. Ich fasse es nicht. Überhitzte Fantasie, die Kleine. Jennifer schwieg und starrte aus dem Fenster auf die vorbeifahrenden Autos und Räder. Ja, nach Ablauf der Wochenfrist kommt man wieder vor Arthurs Haus zusammen. Er schreckt sich zuerst, weil die Tür einen Spalt aufsteht. Man befürchtet, dass vielleicht die Entführer wieder da sind, aber die Luft ist rein. Auf dem Glastisch in Arthurs Wohnung liegt ein großer Umschlag. An Arthur Freunde steht da drauf. Und daneben befindet sich eine kleine Pappschachtel, wie man sie beim Juwelier findet, so für Ringe und andere Preziosen. Jennifer wird gebeten, den Entführerbrief vorzulesen. Sie seufzt, ja warum? Weil schon der erste Entführerbrief vor Deutschfehler nur so strotzte. Aber okay, sie liest. An Arthur Freunde. Erste Probe seien bestanden. Gut so. Jetzt Suche kann beginnen. Jeder nimmt einen Umschlag, darin Auftrag und Mittel. Arthur leben und gesund. Nur kleine Schmerz, haha, von Trennung. Keine Angst, kein All. Arthur gehen gut, aber er warten auf Rettung. Gleich geht's los. Das war's. Umschläge verteilen. Jennifer wollte schon damit beginnen, als Falk mahnte, sie doch zuerst auf den Tisch zu legen. Das ist mehr als merkwürdig. Keine Forderung. Das sind Mittel. Und wie und wo sollen wir suchen? Erik schüttelte nachdenklich den Kopf. Ob sich das vielleicht doch nur um einen allerdings sehr üblen Scherz handelte? Mach mal die Box auf. Jennifer nahm die Schachtel vom Tisch, hielt sie vor das Gesicht und nahm behutsam den Deckel ab. Für einen Moment schien es, als betrachte sie angestrengt die Feinheiten eines Schmuckstücks. Dann entfuhr ihr jedoch ein leiser Schrei. Sie verkrampfte sich, fing am ganzen Leibe an zu zittern. Die Lippen bebten, sie begann zu schluchzen, ganz merkwürdig glucksend hörte sich das an. Lance war aufgesprungen, hielt sie fest und wand die Schachtel aus ihrer Hand. Eher ungläubig als entsetzt streckte er sie Falk und Erik entgegen. In der Mitte der Wattierung lag das oberste Glied eines kleinen Fingers. Nun mussten sich die entsetzten Freunde nicht mehr nach der Ernsthaftigkeit der Entführung fragen. Schnell setzte sich der Schock in Wut um. »Diese Schweine!« schrie Erik. »Los, die Umschläge her!« rief Falk. Nahm sie vom Tisch, warf Erik den obersten zu, den nächsten zu Lance, der besorgt um die in Arthurs Stuhl gesunkene Jennifer jedoch zu spät reagierte. Sein Brief flog gegen ihre Stirn und bevor ihr ein eher überraschtes »Au« entfuhr, fiel er mit dem für sie bestimmten letzten Umschlag in ihrem Schoß zusammen. Aufmachen, befahl Erik und riss das ihm verbliebene Kuvert auf. Die anderen zögerten, so als wollten sie seine Reaktion abwarten. Langsam nahm er ein gefaltetes Blatt heraus, in das zwei Schecks angelegt waren. Norwegen, vielleicht, las er stirnrunzelnd. Dann schaute er auf die Schecks und fiel leicht durch die Zähne. Je 5000 Euro. Er sank auf eines der Sitzkissen am Glastisch. Welches war denn deiner, meinte Jennifer zu Lance. Ist doch egal. Lance griff einen, kramte ein Taschenmesser aus seiner Hose, mit dem er zuerst säuberlich seinen, dann Jennifers Umschlag öffnete. Amerika, kann sein, hab ich. Amerika, warum nicht, steht bei mir. In Lance Umschlag fanden sich 4 Schecks über 5000 Euro, in Jennifers 3. Jetzt bin ich ja gespannt, wo es für mich hingeht, meinte Falk
und öffnete sein Kuvert mit einem Kugelschreiber. Deutschland, wer weiß. Sein Gesicht wurde lang, auch weil in seinem Umschlag nur ein einziger Scheck über 5000 Euro steckte. Das ist doch nur Zufall. Sollen wir losen, wer welchen Umschlag bekommt? Nee, das ist schon richtig so, meinte Erik und wunderte sich im gleichen Moment, warum er das sagte. Falks Gesicht wurde noch länger. Mal langsam, Leute, was ist denn das für ein Humbug? Jens richtete sich mit ernster Miene auf. Arthur ist entführt und seine Kidnapper wollen nichts anderes, als dass wir ihn suchen und geben uns Geld dafür, statt welches zu fordern? Erik schüttelte den Kopf. Es gibt ja auch kein richtiges Ultimatum. Zum Glück, Falk fuhr fort, man muss sich fragen, ob es sich damit um eine Entführung im eigentlichen Sinne handelt. Du spinnst doch, meinte Jennifer. Er ist verschwunden. Jetzt das Fingerstück. Mann, die bringen den um, wenn wir den nicht finden. Und was passiert, wenn wir ihn finden? Und wo überhaupt? Es misslang Erik, einen beruhigenden Unterton in seine Stimme zu legen. Und wenn es doch nur Zufall ist, wie wir die Kuverts jetzt verteilt haben, meinte Jennifer leise. Sag ich doch, sag ich doch. Falk konnte sich gleichwohl nicht mit seinem Vorschlag durchsetzen. Es war erstaunlich, wie niemand außer ihm Geldsumme oder Ort zu tauschen bereit war. Ein wenig begann sie sich zu schämen, wie rasch sie vom Schock der nun wirklich offensichtlichen Entführung Arthurs in eine ganz andere Richtung abgeleitet worden waren. Falk lenkte schließlich ein. Okay, vielleicht soll es so sein. Aber wie gehen wir jetzt vor? Ja, erregt über die aus ihrer Sicht nicht ausreichend große Betroffenheit ihrer Freunde, verlässt Jennifer den Kreis vorzeitig und begibt sich auf die Probe zu ihrer Band Männer, die zum Frühstück bleiben. Jennifer war völlig durcheinander. Nach ihrem Abgang aus dem Kreis der Freunde hatte sie noch einen Moment vor Arthurs Haus gewartet. Vielleicht hatte sie darauf gehofft, dass ihr Lance nachkommen möge. Vielleicht auch nicht. Wäre er ihr nachgelaufen, hätte das blöd gewirkt. Waschlappenmäßig. Bei den anderen. Bei ihr wahrscheinlich auch. Sie mochte keine Waschlappen. Sie wollte erst heulen, war sich aber nicht sicher, ob das mit ihrer Rolle als Gitarristin der Männer, die zum Frühstück bleiben, zusammenpasste. Ach, eigentlich scheißegal. Die Nase kribbelte, die Augen wurden etwas feucht. Mist, Nebel, dachte sie und tupfte sich etwas ab. Sie stieg in ihren roten Opel Kombi, der alte Viertakter röchelte kurz beim Anlassen, schnurrte dann aber munter, als es in den Südwesten der Stadt ging. Amerika! Chance und Scheiße! Wie sollte das gehen? Alles abbrechen! Die Band! Das könnte sie doch den anderen Mädels überhaupt nicht antun. Und die Mutter nehme es ihr wahrscheinlich auch krumm. Der Vater wäre dagegen begeistert, denn er lebte ja seit ihrem 16. Lebensjahr in Amerika. Allerdings in Los Angeles, wo er mittlerweile zum Teilhaber einer Anwaltskanzlei aufgestiegen war. Jetzt bog sie in die Weseler Straße ein, fuhr diese in südlicher Richtung, kurz vor der Auffahrt zur Autobahn dann rechts ab. Dummerweise war ihr Vater an der Westküste. Und ihr Los schien mehr auf Ostküste zu deuten. Es gab ja zweimal Amerika, einmal drei Schicks, einmal vier. Und so denkt sie, dass Lance in den Westen soll und sie in den Osten. Na, da würde sie ihn erstmal anrufen. Und Lance wäre eben dabei, aber vielleicht in einem ganz anderen Teil von Amerika. Na, da wird man schon sehen. Die verschiedenen Orte wären vielleicht doch nicht so weit auseinander und man könnte sich treffen. Sie musste an Arthur denken und schluckte. Mist Nebel, dachte sie und wischte sich wieder über die Augen. Im Ortsteil Mecklenbeck war direkt an der Bahnlinie in einem ehemaligen Fabrikgebäude der Proberaum. Ein findiger oder eher durchtriebener Geschäftsmann hatte einen Trakt des Betriebs mit einer Reihe einfacher Mauern parzelliert und vermietete die Räume zu völlig übertriebenen Preisen an aufstrebende Rock, Pop, Hip-Hop und sonstige Gruppen. Schon von weitem war der Soundbrei aus verschiedensten Stilrichtungen zu hören, auch wenn die Heavy-Metal-Kapellen nicht ganz erfolglos versuchten, Geräuschhoheit zu demonstrieren. Es ging derart kakophonisch zu, dass selbst hoffnungslos untalentierte Sänger oder rhythmisch unbegabte Schlagzeuger nicht weiter auffielen.
Hinter der Stahltür des Proberaums 5 waren die Bandkolleginnen gerade mit ihrem Soundcheck fertig. One, two, check, keuchte Squid nochmal ins Mikro. The Rip dudelte noch eine Keyboardlinie. Angela, die ihren Namen Englisch aussprach, sauste einmal den Precision Bass rauf und runter. Natürlich auch eine Kopie, genauso wie Jennifers Stratocaster-Gitarre. Am Schlagzeug saß die rote Sophie. Wenn sie richtig gut war, wurde sie von ihren Mitstreiterinnen Ginger genannt. Die Tür flog auf und Jennifer trat ein. Hey, da bist du ja, Puppe. Was liegt an? Weißt du doch, erstmal ein bisschen warm spielen und dann müssen wir nochmal an. Du Arsch hast eine andere ran. Liebevoll nahm Jennifer ihre Stratocaster-Kopie aus dem Koffer und stöpselte sie an den Marshall-Verstärkerturm. Der war runtergekommen, aber echt und funktionierte noch. Allerdings gehörte er nicht ihr, sondern Harald Blauzahn, dem Gitarristen der Band, die vor den Männern, die zum Frühstück bleiben, hier gemietet hatte. Er war an Ort und Stelle wegen eines Drogenvergehens verhaftet worden und verbüßte als Wiederholungstäter eine Haftstrafe im Knast an der Gartenstraße. Jennifer hatte ihm dorthin geschrieben und um Nutzungserlaubnis gebeten. Harald hatte geantwortet, das sei okay, denn so ein Röhrenverstärker dürfe im übertragenen Sinne ja nicht völlig erkalten. Sie müsse ihm aber versprechen, bloß keinen Scheiß zu spielen, sich ja nicht außerhalb dessen zu begeben, was man noch als Rock bezeichnen könne. Sie hatte dies gelobt und war daher mit Harald Blauzahn und seinem Verstärkerturm im Reinen. Ja, Falk von Fürstenberg versucht, nachdem er sich mit seinem Los Deutschland abgefunden hat, das Beste aus der Situation zu machen und beschließt, zu Fuß loszumarschieren. Man kann vielleicht schon so viel sagen, er wird ein ihm streckenweise völlig unbekanntes Deutschland entdecken, ein rätselhaftes Deutschland, in dem er sich auch völlig verliert. Er bittet seinen Freund, den Deutschrussen Hans, ihn südlich der Stadt im Fenner Moor abzusetzen. Dort beginnt er seine Wanderung, die nach dem seltsamen Sumpf bald durch die typische münsterländische Parklandschaft führt. Ein Stück des Weges lässt er sich von einem Bauern mitnehmen, dann wandert er wieder und wird schließlich im Wald von der Dunkelheit überrascht und muss dort kampieren. Am nächsten Morgen setzt er seine Wanderung bis zu einem kleinen Ort namens Nothorn fort. Da tun ihm die Beine allerdings schon so weh, dass er beschließt, nicht mehr weiterzugehen, sondern sich ein Fahrrad zu leihen. Er schließt den Vertrag nur auf eine Stunde ab, dabei hatte er insgeheim gar nicht vor, das Fahrrad überhaupt zurückzugeben. Er beruhigte sein Gewissen etwas damit, dass er das Rad ja nicht wirklich stehlen würde. Er brächte es ja vielleicht doch irgendwann zurück oder würde jedenfalls für sein Wiederauffinden sorgen. Irgendwann war es wieder flacher und er fand sich in einer Gegend, die sehr isoliert schien. Zuletzt hatte er noch einen Schuppen gesehen, dann gar nichts mehr. Die Waldstücke schienen sich zu vergrößern und selbst die Felder und Wiesen dehnten sich in einen tiefen und menschenleeren Raum. Die Luft flimmerte. Dazu wurde es schwül. Falk fuhr langsamer, sprang schließlich vom Sattel und bremste eher mit den Füßen als durch das Betätigen der Bremshebel. Er schaute sich um. Alles wirkte wie gelähmt. Man hörte keinen Vogel, nichts. Doch plötzlich, kaum 10 Meter hinter ihm, rauschte etwas im Gebüsch. Fast schrak Falk ein wenig zusammen. Er sah, wie dort etwas Helles, Größeres gleichsam schwebte. Und dann trat eine junge Frau in einem weißen Kleid aus dem Strauchwerk auf den Weg. Falk atmete erleichtert auf. Brünette, schulterlange Haare umrahmten ein blasses, ovales Gesicht, in dem die wasserblauen Augen ebenso bemerkenswert waren wie die schmalen, ungeschminkten Lippen. Sie kam ein paar Schritte auf ihn zu, blieb dann stehen und hielt mit der rechten Hand einen Wildblumenstrauß wie zum Schutz vor sich, legte den Kopf ein wenig zurück und sah ihn mit prüfendem Blick an. Nach einiger Zeit entspannte sie sich und sagte, du bist ein Guter. Sie ging jetzt dichter an ihn heran, sah ihn keck an. Fast kam sie ihm ein wenig naiv vor. Gleichwohl drückten ihre Augen eine gewisse Schwermut aus. Ich bin Radwanderer, sagte er.
und fand im gleichen Moment, dass das furchtbar blöd klang. Irgendwie habe ich mich, glaube ich, verfahren, also genau weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Die Gegend heißt hier Nebelberg. Nebel gibt's aber mehr im Herbst. Jetzt im Sommer ist es eher dunstig. Hast du Durst? Falk nickte. Dann komm mal mit. Nicht weit voraus ging nach rechts ein schmaler Pfad ab, der eng von Buschwerk, das ihn zum Teil bogenartig überspannte, umschlossen war. Es war zu eng, um nebeneinander gehen zu können. So schob er das Rad hinter ihr her und war vor der Anmutigkeit ihres leichten Gangs betört. Irgendwann öffnete sich der Tunnelpfad in eine Lichtung, dahinter begann eine große Wildwiese, aus der sich zwei große Gebäude erhoben. Eines präsentierte den Giebel, das andere stand quer dazu und grüßte mit einem riesigen rot leuchtenden Dach. Zur bäuerlichen Anlage gehörten noch Scheunen, Speicher und eine Wagenremise. Mittendrin stand ein großer, hell gemauerter Brunnen mit einer überdachten Winde. Das ist das Haus vom Lichtbrunnen. Und ich bin die Mathilde. Sie schlug die Augen nieder. Mathilde Gräfin vom Lichtbrunnen. Aber Mathilde reicht. Falk verneigte sich ehrerbietig. Gestatten, Falk von Fürstenberg. Ach komm, du willst mich hochnehmen. Ich heiß wirklich so. Na, ich doch auch. Wirklich? Ihre blauen Augen leuchteten. Falk sah sich um, glaubte bald, dass es ein Hof für das Münsterland kaum typischer sein konnte. Das Wohn- und Bauernhaus lag zurückgesetzt auf einer Gräfteninsel. Allerdings nicht wie so oft üblich aus Fachwerk, sondern aus Stein gebaut und verklinkert. Wer wohnt denn hier so mit dir? Mathilde schwieg einen Moment, sah ihn wieder prüfend an. Das ist das Problem. Ich bin hier ziemlich allein. Seit mein Vater die Schweinehaltung aufgegeben hat, na, ein paar haben wir noch, die sind echt süß, ist er immer viel unterwegs, so als landwirtschaftlicher Berater. Meine Geschwister sind weggezogen, jetzt haben wir viel Fläche verpachtet, Obstanbau und Milchkühe. Sie zog ihn am Ärmel in die geräumige Küche des Wohnhauses, goss ihm selbstgemachten Apfelsaft ein, machte ihm ein Schinkenbrot und stellte frische Erdbeeren und Kirschen dazu. Und deine Mutter? Mathilde zuckte zusammen. Die starb, da war ich noch ganz klein. Sie schaute einen Moment aus dem Fenster, wie in die Ferne, dann sah sie Falk angestrengt an. Einmal die Woche kommen noch die Gärtner, ohne die würde ich das gar nicht schaffen. Komm, ich zeig dir den Hof. Sie führte ihn durch die gewaltigen Anlagen, wunderbar eingerichtete Zimmer mit großen Fenstern, offenen Kaminen, gediegen ausgestatteten Bädern. Auch zu den Schweinen gingen sie noch. Auf dem Weg dorthin bemerkte Falk unweit des Brunnens zwei etwa rabengroße Vögel, deren blaues Gefieder in der Sonne glänzte. Ein auffallend hübsches Pärchen. Er konnte sich nicht daran erinnern, diese Art schon einmal gesehen zu haben. Bei den Schweinen im Stall handelte es sich fast ausnahmslos um Jungtiere. Mathilde nahm ein Ferkel heraus und legte es ihm auf den Arm. Es war in der Tat sehr süß. Und quietschvergnügt. Jedenfalls quietschte es. Vielleicht hat es auch Angst. Ach wo! Mathilde schüttelte den Kopf. Im gleichen Moment wurde Falks größte Befürchtung wahr. Das Schweinchen machte ihm auf die Jacke. Oh Schreck! Sofort aus damit! Sie nahm ihm das Ferkel aus der Hand, setzte es zurück und half ihm, die Jacke auszuziehen. Rollte sie zusammen, lief zum Wohnhaus und zurück in die Waschküche. Er folgte ihr. Und du musst duschen, befahl sie, während sie die Waschmaschine anstellte. Sie geleitete ihn ins Bad. Eigentlich ein hübsches Mädchen ging es ihm durch den Kopf. Doch Mathilde verzog sich und überließ ihn allein seinen Fantasien. Ja, als Falk vom Duschen zurückkommt, erzählt ihm Mathilde, dass seit einigen Tagen irgendetwas oder eher irgendjemand immer abends um das Haus streicht und dass sie sich verfolgt und bedroht fühlt. Falk will ihr das aber nicht so richtig glauben. Er sieht ja, dass Mathilde sehr einsam ist und dass sie ihn wahrscheinlich nur bei sich am Hof halten will. Aber er hat ja seinen Auftrag. Er muss Arthur suchen. Und so entscheidet er sich, schweren Herzens, weil er Mathilde wirklich sehr nett findet, zu gehen. Er steigt auf sein Rad, es ist mittlerweile schon dämmerig geworden, radelt davon und hat sehr sich ein ganzes Stück entfernt hat, einen knappen Kilometer oder so,
meint er, Ruf oder ein Schreien zu hören. Und dann konzentriert er sich, bleibt stehen. Und tatsächlich, Mathilde schreit um ihr Leben. Ja, und jetzt lese ich noch einen kleinen Abschnitt aus Norwegen, Szenenwechsel. Erik ist mittlerweile schon unterwegs. Er hatte nichts dagegen, nach Norwegen zu gehen. Es ist ja das Land seiner Kindheit, auch wenn diese Kindheit nicht immer einfach war. Aber er macht sich auf den Weg und ist bald mit seinem alten Volvo, so ein alter 245er Kombi, unterwegs. Und er muss auch immer in dem Kombi übernachten, weil er sein Zelt vergessen hat. Auf seinem Weg nach Norden war Erik in Vinje nach Gudvangen abgebogen. Es ging an einem kleinen See entlang, dann durch ein enges, von vielen Wassern durchströmtes Tal. In Gudvangen befand sich der südliche Ablegepunkt der Fähre durch den Nærøyfjord. Dieser Appendix des Sonjefjords war Norwegens schmalster Fjord. Rechts und links stiegen die Felswände fast senkrecht empor. Ehrfurchtsvoll ließ er die gewaltige Naturkathedrale auf sich wirken, folgte fasziniert den schrägen Lichtbahnen, die versuchten, den Wasserspiegel zu erreichen. Bald bog die Fähre Steuerbord in den vergleichsweise breiten Sonjefjord. Es dauerte dann noch eine ganze Weile, bis Kaupanger erreicht war, wo Erik, noch ganz benommen vom prächtigen Panorama, den Volvo wieder auf festen Boden brachte. In Sonndal fuhr er auf die Sonjefjellstraße und kam entlang des nordöstlichsten Ausläufers des größten Fjords in die mächtigen Hörungaberge. Sie bildeten den Anfang von Jotunheimen, des Landes der Riesen. Mit der ansteigenden Höhe wurde schnell kühler. Da es trotz der Abendnähe noch taghell war, bog Erik auf den Jostedalenweg, um sich dem Jostedalsbreen, dessen fast 2000 Meter hoher Gipfel schon lange auf der linken Seite strahlte, aus der Nähe anzusehen. Europas größtes Gletscherfeld war wie alle anderen auch in den letzten Jahren merklich kleiner geworden, aber es war immer noch von impressiver Gewaltigkeit. Er hielt auf einem Parkplatz, der vermutlich mal sehr nahe der Zungenspitze gelegen war, nun aber ein ordentliches Stück von ihr entfernt. Verschiedene Marker waren angebracht, die den Rückgang des Gletschers mit Jahreszahlen demonstrierten. Der Schmelzvorgang nahm offensichtlich immer rasanteres Tempo auf. Endlich war er an einem zerklüfteten Bogen angekommen, der sich über dem aus ihm herausschießenden Fluss formte. Wie künstlich wirkte das Türkisblau des Eises. Habla usted español? Erik drehte sich um und gewahrte in seiner unmittelbaren Nähe einen hageren Mann mit Parka und einer Indiomütze. Offensichtlich ein einheimischer Gletscherführer. Nee, eher deutsch. Auch gut. Kleine Tour genehm? Eigentlich führe ich mich immer selbst. Der Norweger sah ihn streng an. Zu gefährlich hier. Spalten und Risse. Und weiter hinten? Er nickte in die Ferne, wo Felslandschaft und Gletscher miteinander verschwammen. Riesen. Er beugte sich etwas vor und raunte. Jotunheimen eben. Erik lachte halb verlegen. Nein, ich muss weiter und ich will jetzt wirklich nicht über Gletscher wandern. Der Führer wich zurück. Wissen Sie, wohin Sie gehen? Erik stutzte. Eine Antwort schuldig bleibend, aber freundlich lächelnd, drehte er sich um und schritt zum Wagen. Bevor er einstieg, zog er sich einen Pullover über. Norweger Muster. Aber das war wirklich Zufall. Ja, er entschließt sich, in der kommenden Nacht auf einem Campingplatz zu halten. Und da rauscht ein kräftiger Fluss vorbei und er nähert sich dem Fluss und sieht auf einem Stein, ihm abgewandt, eine junge Frau mit langen blonden Haaren sitzen. Und damit wird ein ganz spannendes und rätselhaftes Kapitel in seinem Leben beginnen. Ja, bis hierhin erstmal vielen Dank und wenn Sie jetzt Fragen haben an mich, stehe ich gerne dafür zur Verfügung. Und wie gesagt, gibt es dann gleich zum Abschluss noch ein paar Aphorismen.